Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, in unserer Stadt leben Menschen aus 112 Nationen. Wir sind reich in der Vielfalt unserer Kulturen, unserer Werte und religiösen Vorstellungen. Ich habe diese Vielfalt schätzen gelernt, die das Wesen unserer Stadtgesellschaft ausmacht, ihre Seele und ihr Herz. Ein Teil unserer Stadtgesellschaft feiert heute das Weihnachtsfest. Unser traditionelles Fest ist zusätzlich zu seiner Bedeutung im christlichen Glauben verbunden mit Traditionen wie beispielsweise unserem großen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz und natürlich den Werten, die wir uns im Advent und den Weihnachtsfeiertagen in unser Gedächtnis rufen. Diese Werte teilen wir mit allen Menschen unserer Stadtgesellschaft. In dieser Zeit erinnern wir uns daran, wie wichtig es ist, für Dinge im Leben dankbar zu sein, die im Alltag schnell in Vergessenheit geraten oder auch allzu schnell als Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden. Dankbarkeit für Frieden und Freiheit, Nahrung und Obdach, für die eigene Gesundheit und die von anderen. Dankbarkeit für Familie, für Freunde und alle positiv wirkenden Menschen, mit denen wir im Leben verbunden sein dürfen. Es ist auch die Zeit der Demut und des Eingeständnisses, dass vielen Menschen auf unserer gemeinsamen Erde solches Glück nicht vergönnt ist. Wir haben in unserer Stadt zahlreiche Menschen aufgenommen, die aus ihrem Leben in Frieden und Freiheit gewaltsam herausgerissen wurden. Familien, die dieses Weihnachtsfest fernab der Heimat, dem gewohnten Alltag und teils leider auch fernab von ihren nächsten Verwandten verbringen müssen. Kinder, die nicht verstehen können, warum es nicht möglich ist, dass alle Menschen in Frieden miteinander leben. In unseren gemeinsamen Werten haben wir die Pflicht, diesen Menschen nach unseren Möglichkeiten zumindest einen Teil von dem zu geben, was ihnen durch den Krieg unverschuldet genommen wurde. In diesem Jahr haben auch Naturkatastrophen im großen Ausmaß viele Länder heimgesucht. Ich habe in den ersten Monaten als Bürgermeister erleben dürfen, welche Hilfskraft und welche Solidarität durch gemeinsame Werte in unserer Stadtgesellschaft entfacht werden können. Es hat mich mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt, mit welchem Engagement beispielsweise die Hilfen für die Opfer der großen Erdbeben in Marokko und der Türkei organisiert und durchgeführt wurden. Mein Dank und meine Anerkennung gelten all denen, die hier selbstlos Hilfe leisteten, spendeten und für Menschen in der Not da waren und immer noch sind und diesen Menschen eine helfende Hand reichen. Fast jeder Bereich unserer Stadt ist auf Hilfe und freiwilliges Engagement von Menschen aus unserer Mitte angewiesen, die sich ehrenamtlich und mit hohem persönlichen Einsatz für andere engagieren. Die Arbeit unserer freiwilligen Feuerwehr und auch der ehrenamtlichen Rettungskräfte wird uns häufig erst dann richtig bewusst, wenn wir selbst einer Notlage ausgesetzt sind, und dennoch sind diese Mitbürgerinnen und Mitbürger größtenteils mehrmals täglich und auch in der Nacht im Einsatz, um anderen Menschen zu helfen. Auch die vielen Vereinsangebote könnten ohne den Einsatz von vielen selbstlosen Menschen nicht aufrechterhalten werden. Das sind natürlich nur wenige von vielen Beispielen, bei denen Menschen in unserer Stadt selbstlos füreinander da sind, und ich bin dankbar dafür, dass es jede Einzelne und jeden Einzelnen dieser Menschen in unserer Stadt gibt. Jetzt zur Weihnachtszeit möchte ich mich aber insbesondere auch bei denen bedanken, die in unserer Stadt anderen Menschen Trost spenden, für Menschen da sind, die Pflege und Betreuung und vielleicht auch manchmal nur einen Gesprächspartner brauchen, aber auch denjenigen, die Menschen in den letzten Tagen und Stunden ihres Lebens begleiten. Ich danke auch allen Fraktionen im Raunheimer Stadtparlament dafür, dass wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass diese Tätigkeiten, wenn auch teils sicherlich nur symbolisch, auch im kommenden Jahr über den städtischen Haushalt gefördert werden müssen. Und ich bin glücklich, dass unsere Stadt über die Mittel verfügt, das auch zu tun. In der Mitte unserer Stadt steht wie jedes Jahr ein wunderschöner Weihnachtsbaum. Der immergrüne Baum steht für die Lebenskraft, deren Abnahme man in den Wintermonaten wahrnehmen kann und die im Frühling stets zurückkehrt. Das Zeichen des Baumes als Brauch hat Eingang gefunden in viele Kulturen weltweit und wurde später auch Teil der christlichen Tradition. Der Baum verkörpert Dankbarkeit, Demut und Hoffnung und somit auch unsere gemeinsamen Werte innerhalb der ganzen Stadtgesellschaft. Und es freut mich ganz besonders, dass dieser Baum so vielen Menschen in unserer Stadt Freude und ein Lächeln schenkt. Unser Weihnachtsbaum verkörpert für mich alljährlich darüber hinaus vieles, was unsere Stadt ausmacht und prägt. Er ist nicht von Natur aus gerade und schön und vielleicht auch gar nichts Besonderes. Ein Baum von vielen eben. An einen Ort gebunden, er ist alt und robust und kann starken Stürmen trotzen, aber auch flexibel genug, um sich bei Bedarf zur Sonne zu neigen.
Und dennoch ist er den Bedingungen an seinem Lebensstandort manchmal hilflos ausgesetzt und manche unvorhergesehenen Veränderungen bedrohen seine Existenz. Unsere Stadt und auch unsere Stadtgesellschaft müssen sich jährlich ebenfalls etwas neu erfinden und zur Sonne neigen, um die Kraft zu haben, den Stürmen und Herausforderungen zu widerstehen. Auch wir kämpfen mit den Veränderungen, die von außen auf unsere Stadt jährlich neu zukommen. Es ist letztlich nur ein Tannenbaum auf unserem Rathausplatz, aber er vereint zur Weihnachtszeit für alle Menschen in unserer Stadt die Dankbarkeit für das, was wir Gutes tun im vergangenen Jahr, was uns widerfahren ist und die Hoffnung auf manche Dinge, die uns im kommenden Jahr erspart bleiben sollen. Für jeden Einzelnen und ganz individuell. Genau wie der Baum ist unsere Stadt nicht perfekt, aber so wie sie ist wunderschön durch die Arbeit und den Einsatz von vielen Menschen, die ihr nicht nur zur Weihnachtszeit einen ganz besonderen Glanz verleihen. Liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, im Herzen verbinden uns all die gemeinsamen Werte und die Liebe zu unserer Stadt. Ich wünsche uns allen, auch für das kommende Jahr, das Glück in Frieden, Freiheit und dem gewohnten Wohnstand leben zu können und die Weisheit, für diese selbstverständlich erscheinenden Dinge dankbar zu sein. Ihnen ganz persönlich wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest voller Menschen, die Ihnen Freude und Liebe schenken mögen.